So viele Nationen, so viel Spiel und die Schweiz ist immer noch dabei. Viele fragen sich ja, weißt du überhaupt der Unterschied zwischen Fußball und American Football? Bei der Halbzeitshow vom Super Bowl machen Coldplay, Bruno Mars und Beyoncé eine gigantische Wahnsinnsshow. Und bei der Eröffnung von der Fußball-EM startet David Guetta hinter einem Pult und drückt auf den Knopf. Boom. Jenu, Eröffnungsspiel Frankreich-Rumänien. Alle Franzosen freuen sich. Nur der Karim Benzema sitzt traurig allein daheim, schaut das Sexvideo von Valbuena und unaniert sich brüllend in Schlaf. Und dann unser grosses Spiel. Schweiz gegen Albanien, Albanien gegen Albanien, Albanien gegen Schweiz, Schweiz gegen Schweiz, Chakra gegen Chakra und ganz viele Fragen. Darf man zwischen dem ersten und dem zweiten Gruppenspiel noch die Nationalmannschaft wechseln? Täuschen, so wie mit Panini-Bildchen? Ich gebe dir einen Lignani, einen Abraschi und einen Gashi und du gibst mir einen Granit Chakra. Und was ist mit dem Shakiri? Sagt er denn? Eintäuschen, ein Schweizer Nazi gegen eine kosovarische Kapitänsbinde? Und wer sagt dem Shakiri endlich, dass er mittlerweile mehr Muskeln hat, als der menschliche Körper eigentlich besitzt? Aber alles egal, die Schweiz gewinnt 1-0. Alle Schweizer sind glücklich, also gut, nicht alle, ein paar wenige finden ja immer noch ein Harris in der Suppe. Dann England gegen Russland, 1-1. Und der Wayne Rooney zeigt, dass man trotz Millionengehalt und Haartransplantation immer noch aussehen kann wie ein besoffener Metzger. Deutschland-Ukraine, 2-0 und zwei Themen. Der AfD-Politiker Gauland hat im Vorfeld gesagt, die Leute wollen den Boateng vielleicht als Fußballer, aber nicht als Nachbar. Und der Boateng hat mit seinen ganz eigenen Mitteln zurückgeschlagen. Und zwar hat er fast das Eigengoal geschossen und den gerade noch verhindert. Als Oberhead wollte sagen, lass zu, du Double, ich bin in deiner Verteidigung, ich verteidige dein Land, wenn ich will. Und darum nehme ich jetzt einfach mal den Ball und renne aufs eigene Goal zu, schau. Hä? Mach ich's? Hä? Nein, mach's nicht. Aber ich könnte. Also pass auf, verzeihst du, Herdöpfel. Der Jogi Löw hat sich an den Sack gelangt und dann an den Finger geschnüffelt. Und alle haben sich aufgeregt. Hure Grüsel! Aber ich habe es nicht so schlimm gefunden. Ich meine, soll doch jeder sein Koks dort verstecken, wo er will. Österreich, Ungarn. Aber gegen wer? Den Witz haben alle gemacht. Deutschland, Polen. Aber gegen wer? Den Witz hat niemand gemacht. Ja, und der Rest ist relativ schnell erzählt. Die Franzosen reissen den Schweizer die Liebli vom Leib. Alle Gewinnermannschaften machen halbnackt und verschwitzt Gruppenselfies in der Garderobe. Ein Nordire leckt am anderen Nordire das Ohr aus. Und keiner bekennt sich zu seiner Homosexualität. Frei nach dem Zitat von Gary Lineker. Ein Spiel geht 90 Minuten, die Deutschen gewinnen und niemand ist schwul, okay? Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste gewesen und eigentlich ist auch schon bald alles wieder vorbei. Da können wir alle wieder gescheitere Sachen machen als Fußball schauen. Zum Beispiel Darts schauen. Die haben ja schon immer gesagt, solange Fußballprofis Werbung für Unterhosen machen und Dartprofis nicht, kämpfe ich für eine bessere Welt.